Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und heute habe ich ein ganz Du machst ein Video? Hört euch die Tipps an. Auf der Topline gewinnt man damit. Ja, genau, darum geht's heute. Es geht um die besten Picks auf der Top Lane und Jungle mit Support und ADC. Nämlich die besten zwei auf jeder Position im Moment, im aktuellen Patch. Und wir beginnen gleich mit Top Lane und die ersten zwei gehen damit jetzt los. Achieved. Und auf der Top Lane reden wir da über Pantheon und Kayle. Wir fangen mal mit Pantheon an. Pantheon ist ein sehr interessanter Champion. Ich habe ihn ja schon im ersten Video ein bisschen angeteasert, dass er jetzt stark werden könnte. Und er hat gezeigt, was in ihm steckt. Seine Winrate in der Solo-Queue ist bei 53%. Er wird selten gepickt aber, weil seine Bunrate so hoch ist. Also er hat tatsächlich 27% hohe Bunrate in der Solo-Queue. Und auch bei den Worlds in den Play-Ins gab es da schon viele, die nicht gegen ihn spielen wollten. Er war der meistgebannteste Champs auf den Play-Ins, wurde 26 Mal gebannt. Nur Qiyana kommt da halbwegs ran mit 22 Mal. Danach kommen erst 10er-Zahlen. Dementsprechend war er da absolut nicht gewollt von den Profis. Wenn ihr ihn auspacken wollt in der Kluft und in der Solo-Queue, dann pickt ihn vor allem gegen Silas, Vayne, Jayce, Toplane. Eher weniger gegen so tankige Varianten, vielleicht so gegen Ornn, Yorick oder Urgot. Damit hat er ein paar Probleme. Ihr habt natürlich einiges an Power mit ihm, vor allem ist er stark im Roam. Also ihr habt eine absolute Power mit durch die Ult, dass ihr sehr schnell mit der semi-globalen Ult von einer Lane auf die andere, also von der Top-Lane in die Midlane vielleicht roamen könnt. Und habt mit dem Q, was ihr auch hochleveln solltet, habt ihr eine starke Dual-Power. Und auch das E gibt euch mit diesem Block nach vorne, gibt euch eine starke Power, die im 1 gegen 1, dass ihr da immun seid und mehr Damage macht. Und damit sind wir bei Kayle. Kayle hat auch einen starken Zuwachs bekommen, ist jetzt in der Toplane absolut ein Pick, den ihr euch angucken könnt, auch für die Midlane interessant, aber vor allem auf der Toplane hat sie hier dominiert, ist auch bei einer Winrate von 53%, die Pickrate ist aber 9%, also relativ geringe noch, das heißt ein bisschen Secret Power Pocket Pick, die Bunrate ist aber auch noch relativ gering. Und dementsprechend habt ihr da auch gute Chancen, mit dem Champ klarzukommen, beziehungsweise ihn picken zu können. Ihr habt da Chancen gegen sowas wie Akali Toplane, wenn ihr gerade einen Counter sucht für diesen echt nervigen Champion auf der Toplane, der auch noch ein Flexpick ist zusätzlich. Dann pickt Kayle dagegen, auch gegen Silas und Wulibear ist sie strong. Eher schwächer gegen sowas wie Quinn, erneut den Yorick oder den Malphite. Und wenn ihr sie spielen wollt, dann rechnet nicht damit, dass ihr gleich das 1v1 early seid, das 1v1 Monster early seid, sondern dass ihr erstmal langsam scalen müsst, dass ihr Kleptomancy mitnimmt, dass ihr damit langsam quasi euch das Gold aufbaut und dann im späteren Verlauf natürlich, sobald ihr dann die Reichweite auch habt, die Gegner fertig machen könnt in einem Teamfight und quasi mit eurem unendlich overpowerten Attack Speed, was ihr einfach dann irgendwann mitbringt und mit eurer Fähigkeitsstärke, die ihr euch hoffentlich bis dahin gekauft habt. Und damit sind wir bei Lee Sin, unser Lieblings-Mastermind-Jungle-Creativity-Monster, ist wieder mit dabei und ist mit der Winrate von 49% gar nicht so schlecht dabei, dafür, dass er eine Pickrate von unglaublichen 28% hat in der Solo-Queue. Und tatsächlich wird er auf den Worlds gespielt, bei den Play-Ins wurde er im Jungle ganze 12 Mal ausgepackt, war damit der meistgespielteste Jungler in den Play-Ins. Also schaut euch unbedingt an oder überlegt euch unbedingt, ob ihr Lee Sin im Jungle auspacken wollt. Natürlich ist er jetzt nicht der leichteste zu lernende Spieler, Champion, aber er macht auf jeden Fall ganz schön Laune. Er ist vor allem stark in Early Skirmishes, also wenn ihr Early Fights sucht und im Early Game ein bisschen Jungle Control aufbauen wollt, wenn ihr Dragon soloen wollt, wenn ihr da Objective Controllen wollt, ihr habt einfach auch eine gute Steal-Variante mit der Q, Smite, Steal-Combo und ihr seid einfach stark im 1v1. Genau, und ihr habt aber natürlich dann Schwierigkeiten gegen Champions im späteren Verlauf, da lasst ihr nach. Spielt deswegen vor allen Dingen gegen so welche Champions vielleicht, die im Early Probleme haben, gegen sowas wie eine Sejuani oder einen Wukong oder so, dass ihr den einfach schnell downbursten könnt und das Early Game für euch entscheiden könnt. Als zweiter Champion habe ich euch Echo vorbereitet. Echo ist quasi der Unsung Hero des neuen Patches. Er hat im neuen Patch an Popularität einfach ist in die Decke gegangen. Er hat eine Winrate von 52%, wurde 12% der Leute damit schon gepickt, was einfach ridiculous ist, dadurch, dass einfach nur sein W gebufft wurde, also einfach nur der Stun auf seinem W wurde gebufft und damit hat man aber schon quasi ihn zu einem perfekten Champion für Tower Dives konzipiert, also ihr könnt jetzt perfekt mit ihm die Gegner unter dem Tower chasen,
holt den Stun da raus, habt das Schild drauf und wenn ihr, wenn es gefährlich wird, ultet raus und ihr seid safe. Deswegen habt ihr da auch eigentlich im Early- bis Mid-Game starken Verlauf. Im späteren Verlauf kann er nachlassen. Er ist natürlich ein Burst-Monster mit Full AP. Also dementsprechend, wenn ihr gegen ein Squishy-Team spielt, habt ihr eine starke Variante, dass ihr mit ihm das Game carryen könnt, auch im späteren Verlauf. Aber wenn ihr gegen ein Team spielt, was mehr tanklastig ist, dann und mit einer starken Front-to-Back-Combo, dann habt ihr da schon eher Probleme. Dann müsst ihr mehr übers Flanken kommen und müsst mehr gucken, wie ihr das regeln könnt. Und damit sind wir in der Midlane angekommen. Midlane ist im aktuellsten Patch wohl die Mid-Jungle die wichtigste Rolle im Spiel. Deswegen, wenn ihr carryen wollt, wenn ihr in der Solo-Queue hochkommen wollt, dann spielt Mitte oder Jungle. Und da sind im Moment in der Mitte Fitz und Ahri strong dabei, sind richtig gut dabei. Beide bei knapp 53% Winrate, also Ahri ein bisschen geringer. Ja, man hatte auf jeden Fall gute Chancen mit den beiden Champs. Und was ich auch noch kurz sagen wollte, wenn ihr Flexpick spielen wollt, was auf den Worlds auch der Fall ist, dann könnt ihr eben dementsprechend auch die beiden Toplaner, die ich euch genannt habe, Kayle und Panther, beide in der Midlane spielen, wurde beide auf den Plains gespielt und haben beide ihr Midlane-Game auch gewonnen. Deswegen, falls ihr in die Richtung einen Flexpick haben wollt, den ihr auf beiden Linien spielen wollt, könnt ihr das hier auch machen. Fitz und Ahri sind vor allem deswegen stark in der Solo-Queue, weil ihr mit ihnen quasi eine starke 1v1-Power habt, weil ihr vor allem mit Fitzen Assassine seid, im Moment auch ziemlich starke Burst-Power hat, wie er stark ist, wie Echo ähnlich gegen Squishy-Targets, gegen Squishy-Lanes. Der ist vor allem stark, Fitz vor allem stark gegen sowas wie eine Akali-Mitte erneut, hat aber dann wieder Probleme gegen diese tankigen Midlane-Varianten wie Galio oder Renekton. Galio unter anderem auch deswegen, weil Galio einfach schneller roamen kann als Fitz und natürlich im 1v1 auch einfach nicht tötbar ist von Fitz, weil Fitz da einfach zu viel. Ja, zu schnell in Gefahr ist einfach durch die Tankiness durch nicht durchzukommen. Genau, Ahri hat eine ähnliche Problematik, hat aber durch die Variabilität, Mensch, durch die Variabilität bessere Chancen. Also man kann sie ja mehr auf Utility gehen oder auf Full AP. Die neueste Variante ist, dass man Full AP geht und auf diese Burst Power setzt und dann auch wieder so gegen Akali spielt oder Silas, Corki, dass man versucht, so diese Squishy Targets zu deleten und damit das Game für sich zu entscheiden. Botlane. Die traumhafte Lane. ADCs. Die beste Rolle der Welt. Nein, Spaß dabei beiseite. Ich habe euch hier vor allen Dingen vier ADCs, die ihr euch überlegen könnt, zu nennen. Die wichtigsten dabei für Solo-Queue sind Jinx und Ashe. Jinx hat eine 53-prozentige Winrate bei einer relativ hohen Pickrate sogar von 17%. Dementsprechend solltet ihr euch das echt überlegen, ob ihr Jinx spielen wollt im aktuellen Patch. Ashe sehr ähnlich, 14% Pickrate und 54% Winrate sogar. Dementsprechend beide sehr starke Varianten. Was ihr dabei bedenken müsst, ist, wenn ihr Profi, quasi Profi sein wollt, wenn ihr auf Pro-Ebene spielen wollt, der professionelle League of Legends-Spieler sein wollt und quasi euch als nächster Reckless auf dem World seht. Bei den Play-Ins wurden Kaiser und Sayah mit Abstand am meisten gespielt. Das sind die meistgespieltesten ADCs auf Profi-Ebene im Moment. Wir hatten 16 Mal Sayah und 13 Mal Kaiser. Im Vergleich danach kommt erst Lucian mit 4 Mal gepickt. Also, wenn ihr sie spielen wollt, ich mache jetzt mal vor allem die Solo-Queue-Variante. Dann spielt Ashe gegen sowas wie Kaiser. Und wenn ihr Jinx seht, dann lasst das mit Ashe und Kaiser, weil sind beide scheiße gegen Jinx. Und Jinx ist da die gute Variante. Ashe bringt da vor allem viel Utility mit. Ihr habt mit der Ult einen guten Engage, habt relativ viel Slow einfach, seid sehr teamorientiert, könnt das ganze Team unterstützen und macht trotzdem noch ziemlich viel Schaden. Mit Jinx ist das Ganze ein bisschen unterschiedlich. Also, ihr macht viel Crit-Damage. Ihr seid vor allem im späteren Verlauf ein absolutes Monster mit der Passiven. Und quasi, wenn ihr unbedingt Runans gebaut habt, ich hoffe, ihr baut das, dann macht ihr einfach Crits über das ganze gegnerische Team und zerstört die mit euren Rockets. Deswegen im späteren Verlauf Jinx auf jeden Fall absolut godlike. Wenn ihr auf die 1v1-Power geht und ein bisschen quasi 1 gegen 1 fighten wollt, Bot, wenn ihr trotzdem dann später auch noch stark sein wollt, dann Sayah, Kaiser, gute Varianten dafür. Vor allem auch Kaiser natürlich mit dem schnellen Follow-up in die Fights oder in geslowte Targets mit der Ult oder halt Sayah einfach eine sichere Variante, wenn ihr gegen ein Engage-heavyes Team spielt, zum Beispiel, was weiß ich, eine Malphite, Yasuo Komp oder irgendwie ein Zac, der auch drauf springt, dann einfach Sayah picken, ihr habt eine Ult, ihr seid safe damit oder zumindest ziemlich safe und kommt quasi aus allem raus. Das ist der Unterschied zu den drei anderen. Kaiser kann ich natürlich auch noch mit der Ult ein bisschen arbeiten, dass sie versucht damit zu entkommen, aber die anderen drei sind natürlich leichter zu erreichen, Targets als Sayah. Und damit sind wir bei den Supportern.
die Unterstützer, die man nie vergessen darf, die auch immer die Unsung Heroes bleiben werden, nämlich Leute, please honort immer euren Supporter. Euer Supporter carried euch meistens die Games, beziehungsweise kann mit viel Engage oder viel Heal sehr viel machen. Und bei Support habe ich euch vor allem die Hook-Supports rausgesucht, weil Blitzcrank ja durch den Buff, den ich auch angesprochen habe im letzten Video, stärker geworden ist. Also wir haben hier eine Pickrate von 16%, ist da deutlich angestiegen und die Winrate ist bei 53% auch absolut nicht zu verachten. Also Blitzcrank, überlegt es euch, das wäre eine gute Variante für euch, den ein bisschen an der Solo-Queue zu abusen. Auf Profi-Ebene wird er jetzt nicht so viel gespielt, weil er doch seine Probleme hat. Nämlich natürlich gegen gegen Gegner, die ihn kiten können, die einfach ihn poken können, also sowas wie eine Zyra, die mit den Pflanzen auch noch die Hooks abwehren kann, oder auch einen Heal Support, der quasi ihn Disengage haben kann, sowas wie eine Nami. Deswegen überlegt euch das, wenn ihr das seht, dann vielleicht eher keinen Blitzcrank picken. Natürlich könnt ihr jetzt auch mit Blitzcrank eine Nami counter, müsst aber auch perfekt die Hooks dann treffen und müsst auf die Disengages abwarten und versuchen mit Hin- und Her-Fights da ein bisschen mit guten Trades da zu arbeiten. Mit Nautilus sieht das Ganze ein bisschen ähnlich aus. Vor allem habt ihr da noch ein bisschen mehr Tankiness und noch mehr Utility dabei. Also er ist nicht nur von seinem Hook abhängig, sondern hat auch noch seine ultimative Fähigkeit, die ein absoluter Godlike Engage ist. Also ich meine, es ist ein Point-and-Click-CC, den man einfach irgendwie klicken muss und dann fliegt der kann noch ein bisschen laufen, aber dann irgendwann fliegt er weg und am besten steht noch irgendwer im Weg, der wird dann auch noch mit hochgehauen oder zur Seite gehauen. Dementsprechend Nautilus da tatsächlich vielleicht sogar die bessere Variante. Hat aber eine bisschen geringere Pickrate, also Winrate als Blitzcrank, nämlich nur bei 52%. Pickrate ist aber relativ ähnlich. Und Nautilus, was ihr euch überleben müsst, klar, ihr seid relativ tanky im Early, aber ihr könnt auch gut noch im Early Down gecountert werden von Damage, also Early Game Damage AD Carries, sowas wie Caitlyn oder vielleicht ein Draven. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil Nautilus mit seiner Tankiness natürlich etwas später loslegt, aber am Anfang schon natürlich tankier ist halt sowas wie eine Nami. Allerdings seid ihr da mit Nautilus trotzdem schon ganz gut dabei, dass ihr da gut was rocken könnt. Und damit wünsche ich euch viel Spaß in der Solo-Queue. Zerstört alles mit den Picks, die ich euch gesagt habe, oder nehmt das, was ihr spielen wollt. Und wenn ihr nämlich quasi One-Trick-Ponys seid, dann zerstört ihr eh alles und eure Winrate ist eh komplett anders als das, was in den Statistiken steht. Dementsprechend viel Spaß.